willkommen, liebe Clasher und Clasherinnen, bei mir, dem Thorsten Atoto, bei einer weiteren Folge Clash of Clans. Ich bin hier noch am mobilen Device und ihr seht, ich habe die Pötte richtig schön voll und wir wollen ja zu Anfang auch was machen. Aber erstmal mache ich hier einen Angriff, danach wechsle ich dann wieder auf den PC. Das ist mir ein bisschen lieber. Jetzt muss ich mal eben gucken, was das eigentlich für ein Rathaus ist. Das ist ein... Oh, das ist schon 5er, okay. Ja, gar nicht mal so einfach, muss ich mal so sagen. Aber ich glaube, ich nehme mal hier meine Eilkreise, wie schon so oft und so lange benutzt von mir. So, da können wir den Tesla aber da mal wegmachen. Und den können wir auch hier wegmachen. So, dann geht das hier jetzt erstmal rein. Auf die Luft abwehren. So, ich nehme das Dropship immer ein bisschen später, muss ich ganz klar dazu sagen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass ich, komm. Ah, schade, die sind doch alle leider draufgegangen. Mist. Ich muss das ein bisschen üben, glaube ich. Die Feger haben mir ganz schön daneben gespielt. Aber ich habe es RH noch bekommen und kriege somit dann wenigstens noch den Bonus. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber wir können uns ja hier noch so ein bisschen was holen. Okay, der Adler ballert jetzt natürlich. Das Dunkle ist nicht so schlimm. Ich wollte auf jeden Fall so ein bisschen noch das Gold haben und vielleicht noch so ein bisschen... Ah ne, das Elex brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das Elex brauche ich nicht mehr so unbedingt, aber wir nehmen... Kriegen wir noch 50%, mal gucken. Also war eher suboptimal. Ich kann meinen King... Ach komm, meinen King kann er auch noch raussetzen hier. Dann holen wir hier jetzt vielleicht noch ein paar Prozent. Da hinten, die sind ja abgelenkt. Zumindest die Luftabwehren da sind abgelenkt und... Oh, jetzt kriegt mein King so ein bisschen Beschuss. Ja, mal gucken. 46. Da ist noch ein Tesla. 48. Oh, 50. Okay, 50%. Dabei brechen wir mal ab. Damit habe ich jetzt erstmal meinen letzten Angriff gemacht. Ja, der Bonus ist noch in Ordnung. Habe noch ein bisschen Gold reinbekommen. Aber was wollen wir denn? Was wollen wir eigentlich machen? Ich habe jetzt wirklich kurz vor Beendigung meines Schilds hier angegriffen. Und, okay. Die kleinen Clan-Spieler haben wir auch gemacht. Sind ja wirklich jetzt ein paar Aufgaben dabei, die schon so ein bisschen billiger sind. Aber ich glaube, das Ding können wir nehmen hier in 8 Stunden, 3 Sterne. Jo, den nehmen wir nochmal wieder mit, weil ich im Moment wirklich nur mit dieser Armee angreife. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Edit, dann nehmen wir die mal von Hand raus. Dann verbrauche ich nicht ewig das Schwarze. Ihr habt das ja schon öfter mal bei mir gesehen, dass ich ja, die beiden nämlich wegklicke und dann einfach... durchtraine. So viel Zeit muss sein, aber was wollen wir eigentlich machen? Ich wollte ja meine Elektrodachen weitermachen und wollte danach die Elix-Rune nehmen. Der Tag ist heute, also nehmen wir uns das Schnäppchen mal mit hier für 11 Millionen 14 Tage den Elektrodrachen jetzt endlich auf 3, denn ich will ihn auch unbedingt nutzen. Warum ich den nutzen will, das werdet ihr in diesem Video auch noch sehen, denn er ist wirklich, wirklich stark. Und jetzt habe ich einen Bauarbeiter frei. Ich glaube, ich habe auch heute alles abgeholzt, was abzuholzen geht, wo man ein paar Juwelen für bekommt. Und deswegen nehmen wir jetzt die Elex-Rune. Ich muss mal gerade gucken. Das ist diese hier. Die habe ich mir extra aufbespart. Die usen wir einmal für volles Elex und stoßen damit unseren Wächter. Ja, ist einfach mal so. Helden müssen einfach hoch. Wir graden den ab. Der kostet jetzt auch schon nettes Geld. Gerade so noch alles ausgegeben bekommen. Aber ihr seht das hier. Ich habe jetzt 7,2 Millionen da oben. In 2 Tagen, 19 Stunden ist mein nächster Bauarbeiter fertig. Vielleicht gemme ich auch ein bisschen was vor. Mal gucken, aber ihr wisst selber, die Sachen sind sehr, sehr teuer. Und ich farme im Moment nicht ganz so exzessiv, aber ich denke mal, ich springe jetzt mal auf den PC. Okay, you have been without chill too many long. Ah, ich war zu lange drin. Okay. Ich war zu lange drin. Ich habe einfach zu lange gewartet, aber wenigstens kann mir keiner mehr das Elex klauen. Wir haben erstmal unsere Ziele erreicht. Jetzt geht's in den aktuellen Klankrieg. Denn ich weiß nicht, ob alle so im Plan sind hier, wie der Fayplay Forever. Es ist der andere bei uns, ist der Splatman. Nee, Splatman hat sich, glaube ich, umbenannt in eine ganz andere Sphäre. Aber wir schauen hier mal mit einem Golaloon. Nee, es ist, ach, kein Golaloon. Alter, was rede ich denn für Mist? Es ist ein Gohok. Auf Rathaus 8 Niveau finde ich sehr, sehr gut. Auch hier mit dem 1er Golem geht sowas ganz gut. Ja, so ein bisschen als Rathaus 8 entweder nimmst du ja so eine Armada Mauerbrecher mit und kommst hier ein bisschen tiefer in die Base rein. Oder aber du machst das so wie er.
nimmst einfach Hoxie in diese Max Rathaus Achterbase. Ich denke mal, sie ist, glaube ich, Max, so wie ich das hier eben überschauen konnte. Ich habe den Angriff ja schon mal gesehen. Und auf jeden Fall ist der Fairplay Forever hier absolut im Plan. Ihr habt es, glaube ich, ganz, ganz vorne mal gesehen, im Plan. Ich bin so ein bisschen im Plan. Das ist ja immer so, was machst du eigentlich? Also ich zumindest mit meinen relativ wenigen Angriffen am Tag. Und deswegen hatte ich ja, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal gesagt, ich mache das und das und das mit der Rune. Also ich bin absolut im Plan. Mal gucken, ob wir hier als Clan auch noch im Plan sind. Kann ich noch gar nicht ganz genau sagen. Aber das sieht hier schon sehr, sehr gut aus und sehr, sehr dominant vor allen Dingen aus. Also cool gemacht hier. Rathaus 8 auch auf Rathaus 8. Ihr habt euch ja schon mal so ein bisschen mehr Rathaus 8 Content gewünscht. Bringen wir auch wieder. Kommt sicherlich wieder rein, aber dauert natürlich alles, bis ich irgendwann mal wieder auf das Rathaus 8er Rathaus springe. Das wird ein bisschen dauern. Und deswegen habe ich mich, ja, der Schief Barfuß, es ist ja eigentlich der Schief, mich dieser Base hier entledigt. Also typische Rathaus 9 Farmbase. Ich denke mal, wenn ihr schon öfter mal bei mir in den Videos wart oder überhaupt mal andere Folgen geguckt habt von anderen YouTubern, dann werdet ihr das so ein bisschen erkennen hier. Oder auch beim Farmen trifft man immer mal wieder auf diese Base hier. Und mittlerweile, es ist leider so, belächel ich die auch. Und ja, die trippelst du einfach mit fast allem. Egal, ob du einen Gohok nimmst, einen Golaloon nimmst oder wie ich hier jetzt nur mit einem Golem reingehe. Dafür aber jetzt eine Luftabwehr schaffe, also eine oder zwei und ein Fähiger. Das ist immer unterschiedlich hier, je nachdem, wie weit meine Helden kommen. Aber hier sind sie wirklich mal weit gekommen. Und deswegen ist das immer so ein bisschen, wie weit kommen meine Helden eigentlich und ab wann setze ich wo meinen Luftangriff im Rathaus 9 Bereich hier. Und ich denke mal hier, da können die alle nicht mehr so ganz, ganz verkehrt fliegen. Dieser Kollege hier hatte nicht mal einen zweiten Fähiger. Hatte keinen zweiten Fähiger. Als Rathaus 9 hast du ja, glaube ich, zwei Fähiger. Naja, du hast zwei Fähiger. Aber dem fehlte es gänzlich hier. Und deswegen, das ist dann wirklich ein leichtes Spiel hier. Auch wenn meine Truppen hier so ein bisschen kurz vorm Verenden sind. Aber mit dem Heilzauber hier, ich habe mich mal zum Heilzauber gezwungen. Das ist nicht immer so. Ich nehme ab und zu mal den Heilzauber mit, aber ich nehme auch gerne mal für den Heilzauber dann nochmal zwei Eilzauber mit. Ist das schon ganz, ganz nett hier gewesen. Und jetzt ist mir nicht mal mehr mein letzter Hund geplatzt. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Also vielleicht sollte man da auch zusehen, dass man dann, ich meine, viel weniger konnte ich ja jetzt nicht mitnehmen. Okay, vielleicht hätte der Max-Hund gereicht, aber sei es drum. Ich denke mal, es hat uns hier ein wenig weitergeholfen gegen den Clan Eisberg Arena aus der Türkei. So, und jetzt springe ich schon mal so ein kleines bisschen höher, also in den Rathaus 10 Bereich hier, 12 gegen 15. Der Klaus gegen den Calovrazy, mit einem, das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man diesen Angriff hier nennt, denn er funnelt hier mit der Siege Machine, also mit der Ramme. Und ich weiß nicht genau, was er da drin hatte. Das sehen wir, glaube ich, erst am Ende. Ich kann auch noch ruhig näher reingehen. Ich sehe es nicht wirklich. Aber die wichtigen Sachen hier an der Stelle rausgenommen, also Queen, King, sind in diesem Fall schon mal Essig. Die nerven auch. Jetzt hat er zwar Multi-Infernos vor sich, aber viele sagen immer, Multi-Infernos, Hog Rider, das ist nicht so. Er hat sich mal 5 aufgespart, Donnerwetter. Nicht so ein super Gespamme hier, aber schon so ein bisschen Gespamme. Queen schafft jetzt noch den ein Inferno zumindest. Und mal sehen, wann er seine letzten Hog Rider hier setzt. Ist ja mal gar nicht mal so schlecht. Ich mag das ja, die Surgical-Gesetze. Aber hier hat man, manchmal habe ich das Gefühl, dass einige hier so ein bisschen die Panik ergreift. Und er hat jetzt noch so ein paar Hocks hier im Backend für den Bogenschützenturm hier und für den Rest. Also kann man sicherlich so machen. Schön noch den letzten Heilzauber gesetzt hier ins letzte Compartment bzw. an die letzten Defenses. Und dann geht das trotz der Riesenbombe, die da auf Ecke lag, nur noch hier ums Abräumen.
Das können wir auch ruhig mal ein bisschen schneller machen, glaube ich. Denn die Hawks, ja, die Hawks räumen mit Masse ab, aber er hat hier unten auch noch einen Magier. Das sieht ganz gut aus. So eine Base kann man, die kann man genauso machen. Ihr seht, dass hier im mittleren Compartment liegen alle Bomben und Bombentürme. Um so ein paar zu erwischen, musst du halt so eine etwas kleinere starke Truppe vor dir haben. Und was hat er in der Clanburg gehabt? Ah, okay. Er hatte einen Golem und einen Riesen. Finde ich, glaube ich, passend gewählt, denn die ziehen richtig viel Feuer nochmal auf sich. Und cool gemacht hier vom Klaus. Also 10 auf 10 mit 3 Sternen. Ich springe mal ein bisschen höher für euch. Also Rathaus 11 auf Rathaus 11. Der Frieger hier auf den C-Kai. Mal sehen, wie er das gerettet hat, beziehungsweise wie er das gemacht hat. Ihr seht, die Base ist schon, es ist eine Rathaus 11 Base. Immer wenn ich von einer Rathaus 11 Base spreche, dann meine ich auch 2 Infernos, Adler. Auf welcher Stufe, das haben wir dahingestellt. Aber hier erstmal mit der Ramme gefunnelt. Viele, es gibt so viele Wörter mittlerweile für die Ramme hier. Rammler, Karre, Schrott, Auto, was auch immer. Aber so Schrott ist dieses Auto gar nicht, denn ihr seht mal, was dieses Auto alles jetzt anrichten kann. Denn dieses Auto hier macht jetzt eben mal die Adler-Dev eine Luftabwehr. Und ich glaube, da war noch ein Fähiger oder irgendwas anderes. Ich habe es gar nicht beobachtet. Queen noch hinten dran. Drache ist in der Clanburg, ist aber schon im Gift noch mit drin. Queen noch nicht gezündet. Und das ist es erstmal gewesen vom Killsquad. Also man muss nicht immer seine Haupttruppen setzen, wenn das Killsquad noch lebt. Ich meine, es lenkt natürlich ab, gar keine Frage, aber man sieht das hier so ein bisschen. Jetzt wird gewartet. Und hier oben war der Funnel. Jetzt guckt euch das mal an, was die Drachen hier wegschmettern. Auf Level 2. Ich will nicht ganz sagen, wir nötigen hier unsere Leute, so ein bisschen andere Angriffsstrategien zu entwickeln. Aber ich glaube, der Free Guy hat hier ganz, ganz lange mit dieser Truppe jetzt geübt. Denn er hat die Elektrodrachen jetzt auf Level 2 und ist damit durch diese Base. Und die haben ja hammerhart am Anfang sowas von weggerissen, da dieses ganze Compartment fast komplett rausgenommen mit einem Schlag. Ich glaube, so ein bisschen schwächer machen könnte man die. Man muss es nicht. Solange wie wir damit gewinnen, muss Supercell diese Truppe nicht anfassen. Aber ich glaube schon, dass sie so ein bisschen eine Schlüsselrolle hier in diesen Bereichen spielt, wenn die Bases denn passen. Die Bases müssen passen. Und triffst du natürlich auf so ein Ding hier wie der Free Guy, dann hast du zwar ein bisschen, ja, hast du erst ein bisschen Sorgen, oh, schaffen das die paar Drachen da. Jetzt gehen die erst nach außen und die sind ja so super langsam. Deswegen spule ich euch das kurz mal vor. Also auf zweifache Geschwindigkeit, denn so ein Angriff zieht sich hier teilweise doch über 3 Minuten. Und aber super gemacht hier und am Ende auch noch richtig Luft hier mit den Elektrodrachen. Also coole Truppe hier. Ich kann sie euch nur empfehlen, auch im Rathaus 11 Bereich. Wirklich tolle, tolle Dinger und wir tasten uns mal ein bisschen höher, ne? Oder? Es ist auch für mich schwer, immer die passenden Angriffe für euch zu finden. Aber wir sehen hier auch nochmal die Elektrodrachen. Okay, nochmal die Elektrodrachen. Ist auch gar nicht so schlimm, finde ich mal. Dann seht ihr auch mal, dass es nicht nur bei einem Angriff klappt, sondern dass es auch bei 2 Angriffen klappen kann. Weiß man nicht genau. Mal gucken. Manchmal bleiben ja auch so ein paar Prozent über. Aber auch der RM Bigfoot hier hat sich dazu nötigen lassen, die einfach mal zu benutzen. Ein bisschen anderes Killsquad, um in diese Base reinzukommen. Denn du willst ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Schlüssel, Defenses rausnehmen. Aber denn die X-Bogen waren hier extrem auf Boden bei unserem Gegner. Ihr seht das jetzt gerade hier, dort und dort. Das ist alles Boden. Also das ballert dann natürlich nicht mehr auf die Elektrodrachen. Und das ist nicht schlecht, auch wenn die mit 2 schon ganz nette Healpoints haben. Schön noch den Fähiger rausgenommen, jawohl. Und dann ist es das Qua. Also hier, das ist auch so ein bisschen Suicide. Also man nutzt seinen Killsquad, um hier mit seinen restlichen Truppen reinzukommen. Das heißt, man lässt es wirklich in den Tod laufen, egal was sie schaffen. Und das, was sie schaffen, das haben sie gepackt. Das ist schon mal weg, so muss man ja auch sagen. Deswegen ist das immer so ein bisschen so ein Selbstmordkommando. Also ein
In Clash of Clans sind sehr, sehr, sehr häufig die englischen Begriffe, die dort zu tragen kommen. Also ein Suicide Squad oder Sui Squad im Kürzel. Und mal sehen, wie die Drachen das hier noch reißen. Jetzt geht zwar ein bisschen weiträumig, aber ihr seht das selber, da ist nicht mehr viel am Leben. Eine Luftabwehr noch. Und solange hier hinten aber noch so viele Drachen sind, die immer wieder mal ein bisschen aufladen können. Der Wut hat übrigens nicht mit der Schnelligkeit der Aufladung zu tun. Die Aufladung bei den Elektrodrachen ist immer die gleiche. Allerdings der Schaden unter dem Wut ist natürlich unterschiedlich stark. Also im Wut sind sie dann nochmal richtig, richtig nice. Hier unten ist noch eine Queen. Haha. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein, aber auch die ist essig. Wenn die erstmal loslassen hier zu dritt, dann schaffen es die Healpoints der Queen leider auch nicht mehr. So, hier sind wir im reinen Rathaus-Zwölfer-Bereich. Ich muss mal gerade gucken, gegen was ich die Laura eigentlich schlagen musste. Ah, gegen ein 5er Rathaus, okay. Also ich nenne das immer ganz gerne Rathaus 12 Schräger 5. Also ist das ein Rathaus 12. Mit dem Schräger meine ich dann Schräger 5, dass es auf der 5. Aufbaustufe ist. Und mit der Kombi, die sie im Moment kann. Wir werden so ein bisschen flexibler, das habt ihr jetzt schon in diesem Clankrieg gesehen. Also wir werden schon ein bisschen, wir gehen so ein bisschen weg von dem Gespamme hier, so ein bisschen ins Eingemachte. Hoppla, der ein oder andere ist hier in den Discord-Server gekommen. Mal sehen, ob er auch mal mithört oder mitschreibt oder mitlabert, keine Ahnung. Und aber die Laura hat hier nochmal auf diese Base hier einen Hexenbowler-Angriff gemacht. Es ist nicht mehr ganz so effektiv im oberen Bereich, denn es entwickeln sich schon andere Taktiken, um Rathaus, vor allen Dingen Rathaus 12er zu dreiern, muss man ganz klar so sagen. Das kennt ihr selber, wenn ihr so ein bisschen in den hohen Bereichen seid oder eure Freunde oder eure Member. Und von daher ist es nicht mehr ganz, ganz so einfach und die Base ist auch schon gut gemaxt. Also mit dem Funker Rathaus, ich habe es gerade gesehen, da fiel gerade ein Maxed Bogenschützenturm. Das ist schon knackig. Also je höher man kommt, je höher man selber in der Defensive ist und auch mit den Truppen, desto stärker werden auch die Bases. Also irgendwann im Laufe dieses Jahres, denke ich mal, werden wir auch Maxed auf Maxed sehen. Da freue ich mich schon total drauf, denn da muss der Hersteller mal wieder liefern. Denn wenn zu viel Maxed auf Maxed werden, dann drohen immer kleinere Updates oder was auch immer, kleinere Nerds. Also ihr habt ja vorhin den Babydrachen gesehen, der schon so ein bisschen, ja, nicht, der noch nicht genervt wurde, aber so einen kleinen Nerf könnte er vertragen. Ich glaube, so einen kleinen Nerf konnte er vertragen, was auch immer, so ein paar Millisekunden weniger feuern. Und wir bleiben im Rathaus-Führerbereich wie immer zum Ende. Der darf nicht fehlen hier. Unser Kollege Ai Witness ist schon zum harten Stamm hier geworden. Jetzt mittlerweile seit ziemlich vielen CKs. Und mit dem hänge ich hier auch sehr, sehr häufig im Discord ab, muss ich sagen. Mal sehen, wie ihr diese Base gemacht habt. Aber ihr habt das, ich glaube die 1 und die 3 waren gleich. Also einige hatten hier schon gleiche Bases. Und das ist ja, was ist das für eine Base? Die kannst du ja ab Rathaus 10 benutzen. Die kannst du ab Rathaus 10 benutzen. Kannst sie immer wieder ein bisschen modifizieren, ein bisschen breiter machen mit den Mauern. Und er hatte sich zwar hier so ein bisschen gewundert, dass der Giftzauber nicht mehr so super wirkt, aber der gleicht jetzt auch so, der weicht so ein bisschen nach außen ab. Das heißt also jetzt die ganzen Loons, der Drache, alles nicht mehr so wirklich im Giftzauber. Ist auch immer sehr, sehr schwer, den wirklich so zu ziehen, dass du weißt oder siehst, wie laufen meine Truppen. Also hat er hier erstmal, da bin ich gerade mal ab ACTA gekommen hier mit dem Nox-Player. Ich nutze den Nox-Player übrigens zum Aufnehmen und nicht Bluestacks. Das hat auch ganz, ganz bestimmte Gründe. Die kann ich euch irgendwann mal erklären. In Livestream bin ich immer mal wieder auf Bluestacks. Ab und zu tauchen ja mal Fragen aus. Welchen Player nimmst du? Welches Aufnahmeprogramm? Ich nutze also tatsächlich alle drei, ich sag mal, Player, die im Moment so ein bisschen nicht in aller Munde sind, aber mit dem man hier gut Clash of Clans kann. Allerdings kann man nicht mit allen gleich Clash of Clans. Mit dem Nox Player und mit dem Memo hier, beziehungsweise mit dem Nox und mit dem Memo kann ich eine Spielaufnahme machen. Mit dem Bluestacks Player muss ich eine Fensteraufnahme draus machen. Das heißt, man muss so ein bisschen mit den Filtern bei OBS so ein bisschen spielen.
um das Ganze hier so in 1080p reinzubringen, beziehungsweise in diesen Rahmen reinzupassen. Aber hat er hier, glaube ich, ganz gut gemacht. Hat sich natürlich wieder geärgert, dass diese Queen da wieder überlebt hat. Aber was willst du machen? Da steckst du nicht drin. Und hätte Fahrradkette, hätte nämlich die Queen, also seine Queen, die gegnerische Queen noch bekommen, dann wäre das Ganze ganz, ganz anders ausgegangen. Dann wäre es, ich glaube, es wäre ein Dreier geworden. Mit den vielen Lakis und den Loons noch hier auf den letztverbleibenden Magierturm hier, glaube ich, wären das drei gewesen. Du darfst dich nicht immer so ärgern. Du machst hier super Angriffe und wir erfreuen uns auch an der Aktivität hier. Also alles immer ganz, ganz im tutigen Bereich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge hier, auch wenn am Anfang habe ich die Webcam nicht angehabt, das hatte auch nur den Grund, weil bei den Angriffen, die habe ich noch am Handy gemacht, dann gucke ich immer nach unten. Und ihr seht, wenn ich nach unten gucke, dann seht ihr nur meine immer länger werdenden Haare. Und deswegen habe ich das nicht mit eingeblendet. Wir haben diesen Clankrieg übrigens dominant gewonnen mit 72-55, also der Clan Eisberg Arena. Ich glaube, es war ein Farmclan. So ein Farmclan, der möchte eigentlich nur bei uns ein, zwei Sterne machen und möchte hier Gold und Elex mitnehmen. So muss man es mal sagen. Kann man mal machen. Ist natürlich eine super langweilige Geschichte. Okay, der Schief hat hier 3 Sterne vom 10er kassiert. Sei es drum. Das mache ich alles wieder weg. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann da unten, da, nee, da, 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 da. Da ist der Abo-Button. Für die, die mich noch nicht kennen, aber hier unten drunter ist auch ein Like-Button und natürlich auch ein Kommentar-Button. Ich werde alle eure Kommentare in den nächsten 2 Tagen beantworten, auch von den letzten beiden Videos. Vielen Dank nochmal dafür, ich hatte ein bisschen weniger Zeit, habe mir aber wirklich vieles durchgelesen und ihr werdet das sehen anhand der Herzchen und anhand der Kommentare, dass ich noch bei euch bin, dass ich das stetig hier verfolge. Ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video oder vielleicht auch bis zum Livestream. Ich glaube, am Wochenende komme ich wieder live. Das habt ihr verdient, das habe ich verdient, aber vor allen Dingen ihr als Community. Dankeschön. Und das war nochmal so ein Baum. Euer Toto.